aus Hass und auch nicht, um irgendetwas anzuzünden, sondern ich verbrenne mit Freude. Ich verbrenne mit Leichtigkeit, weil ich diese Kapitel, die ich verbrenne, oder das Bild, das Negative, was ich verbrenne, aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Ja, ich habe das verarbeitet, ich habe das für mich analysiert, bin da auch relativ konstruktiv mit umgegangen und wollte eigentlich auch aus meiner Ablehnung, die ich bestimmten Dingen gegenüber habe, wie zum Beispiel dem drüben gesehenen Nilke, ja, auch was sinnstiftend machen. Und sinnstiftend ist für mich, wenn man die schönen Ohren sieht, ja, dass das darin wirklich wie die Büchse der Pandora eingeschlossen wird und für immer erledigt ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Teil 2 meiner Performance. Sieg der Schönheit? Fragezeichen. Ein König braucht normalerweise, um glücklich zu sein, eine Königin. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn die Königin die Perfektion des Perfiden ist, will man so eine Königin wirklich haben? Ich sage mal, als Richter, nein. Richter heißt in dem Fall nur als Künstler, weil ich ja dieses Bild gemalt habe. Und wenn ich das male, dann darf ich es auch im positiven Sinne zerstören. Das machen wir wie immer wunderbar mit Feuer. Sieg der Schönheit? Fragezeichen. Der Schönheit wäre diese sogenannte oder namentlich bekannte Frau Leni Riefenstahl. Ich brauche sie nicht, der König braucht sie nicht. Der erste Teil, das Verschwinden dieser perfekten und perfiden Königin der Propaganda. Unsere Urne. Und sehen Sie als das, was es ist, eine Hinterlassenschaft einer längst verblichenen Zeit. Und Cut.